viel Natur, kilometerlange Strände und die meisten Sonnenstunden in Deutschland. 2020 haben mehr als 7 Millionen Touristen ihren Urlaub an der Ostsee verbracht. Auch in diesem Jahr hält die Corona-Situation viele davon ab, ins Ausland zu reisen. Wenn wir starke Sommertage haben, dann haben wir hier 20.000, 30.000 Leute auf dem Strand. Die Bilder sind bekannt, Handtuch an Handtuch. Der Tourismus ist extrem gestiegen. Wir merken das einfach, dass so im Sommer, du kannst als Einheimischer hier gar keinen Platz mehr finden. In der Lübecker Bucht sprechen die Einheimischen längst von Übertourismus und Versültung. Wohnraum ist knapp und teuer, weil immer mehr Ferienhäuser gebaut werden. Es sind natürlich auch viele Leute, die ihr Geld jetzt bei Minuszinsen gerne in Immobilien an Ost- und Nordsee bringen. Auch auf Deutschlands größter Insel Rügen wächst der Tourismus. 100 Übernachtungen pro Einwohner gibt es hier. Mehr als auf Mallorca. Wir waren ja auch mal auf Mallorca, aber wir haben es gesehen und es hat uns gereicht. Haben uns überlegt, wir bleiben in Deutschland und haben uns dann für Rügen entschieden. Doch auch auf Rügen gibt es immer mehr Bauprojekte. Ganz im Norden auf der Halbinsel Bug soll eines der größten Ferienresorts Europas entstehen. Und auf der Nachbarinsel Hiddensee will man den Hafen ausbauen. Wir machen genau das kaputt, warum die Leute herkommen. Das zerstören wir mit Vollkaracho. Ina ist im Sommer eine der ersten am Timmendorfer Strand. Sie vermietet hier Strandkörbe und genießt die Ruhe am frühen Morgen, wenn die Touristen noch beim Frühstück sitzen. Ich bin in Travemünde geboren und in Teilen aufgewachsen, also direkt am Meer auch. Und bin dann irgendwie 30 Jahre in Hamburg gewesen, wo ich auch immer noch bin. Und habe aber entschieden, dass ich meine Sommer nicht mehr in der Stadt verbringen möchte. Und ich mache das jetzt im 6. Jahr. Ina kümmert sich aber nicht nur um ihre Strandkörbe. Wir gucken, dass halt kein Schmutz rumliegt und dass die Leute von den Körben weg sind und nicht dicke Partys machen, was im Sommer immer mal wieder passiert. Oder nicht zu laut Musik machen. Und wenn sie zu betrunken sind, dann müssen wir auch wieder mit ihnen reden und so weiter. Und gucken, dass sie nicht gleich mit Bierkästen hier reinmarschieren. Mit dem Tourismus ist das heftiger geworden? Ja. Ich finde, es hat sich verschärft, auch durch Corona. Letztes Jahr war ein hartes Jahr für uns, weil halt viel zu viele Menschen gekommen sind. Und wir gar nicht wussten, wie wir das koordinieren sollen. Ja, es kommen immer mehr Menschen. Warum auch nicht? Ist ziemlich schön hier, finde ich. Ja, zumindest solange die Strände noch leer sind. Die ersten Bundesländer haben Ende Juni zwar schon Ferien, aber es ist nur knapp über 20 Grad warm. Diese Urlauberin aus Hamburg genießt die Ruhe. Letztes Jahr waren hier sehr unschöne Szenen zum Teil. Dass also Leute, die kann man auch verstehen, die saßen 2 Stunden im Stau, kamen nun endlich hier an, fanden überhaupt keinen Parkplatz. Und dann hatten sie ihr Auto wohl irgendwo abgestellt und dann kamen sie zum Strand und kamen aber nicht an den Strand. Und da hat es ganz unschöne Szenen gegeben, nicht? Und für die Strandkorbvermieter ein Unding. Ina hat Ärger. Guten Morgen. Ihr liegt hier falsch, ihr müsst weiter weg von den Körben. Und einmal eure Kurkarten bitte. Und mit Hund geht gar nicht. Nimmst du den Hund an die Leine und verlässt dir den Strand? Hey, ihr seid hier falsch. Wenn das Ordnungsamt kommt, seid ihr dran, ne? Die Störenfriede ziehen ab, rufen Ina aber noch ein paar Beleidigungen hinterher. Wir haben in dem Fall dann sogenanntes Hausrecht und können das auch durchsetzen. Und wenn wir Hilfe brauchen, rufe ich die Aufsicht. Im letzten Sommer hatte Ina an vollen Wochenenden sogar eine eigene Security. Joachim Nitz ist Tourismusdirektor in der Gemeinde Timmendorfer Strand. Und auch er beobachtet einen Wandel an der Ostsee.
Also die Entwicklung in Timmendorfer Strand, das muss man allerdings für die gesamte Lübecker Bucht sagen, hat sich in den letzten 10 Jahren, wenn wir den Zeitraum mal betrachten, enorm verstärkt. Wir haben innerhalb von dieser Dekade von 2011, 2012 bis jetzt 2021 etwa 100.000 Gäste pro Jahr, die ihren Urlaub mehr hier bei uns in Timmendorfer Strand verbringen. Also schon eine ordentliche Steigerung. Wie erklären sich das? Das hängt einerseits damit zusammen, dass hier in der Region sehr viel investiert wurde. Der andere Effekt ist natürlich auch, dass dadurch, dass in sonstigen Urlaubsländern im Süden, ob es jetzt in Ägypten, Marokko oder auch in der Türkei Terroranschläge gab, die Leute lieber ihren Urlaub in Deutschland verbringen. Genauso auf der anderen Seite auch, dass der demografische Wandel, das heißt, wir immer mehr auch ältere Gäste haben, die lieber in Deutschland reisen, die Ostsee wiederentdeckt haben und als tolles Urlaubsziel für sich entdeckt haben. Im Moment, Ende Juni, sind bereits 2/3 der Gästebetten belegt, schätzt Joachim Netz. Am Strand ist davon an diesem Tag noch nicht viel zu spüren. Das Wetter. Da ist sogar Platz für einen Hula-Hoop-Kurs. Strandkorb-Vermieterin Ina nutzt die Ruhe für ein kurzes Schwimmtraining. Aber die Promenade ist gut besucht und lädt zum Sightseeing ein. Denn hier stehen die schönsten und die teuersten Häuser Timmendorfs. Hier treffen wir Thorsten Walter, einen ehemaligen Bauunternehmer. Ich bin ja hier mal als 13-Jähriger mit meinen Eltern hergekommen. Das war 1974. Und seitdem habe ich irgendwie diesen Ort geliebt. Habe dann mit Anfang 30 hier meine erste eigene Immobilie erworben. Und bin seitdem immer mit Zweitwohnsitz, mittlerweile mit Erstwohnsitz hier am Timmendorfer Strand. Ich kenne den Immobilienmarkt hier seit 30 Jahren. Und ich kann eigentlich sagen, alle 10 Jahre verdoppelt sich der Wert der Immobilie am Timmendorfer Strand. Wer kann sich hier an der Strandpromenade überhaupt Häuser leisten? Es sind natürlich viele Hamburger Unternehmer, die ihr Kapital in den letzten Jahren hier am Timmendorfer Strand angelegt haben und ihren Ferienwohnsitz, so wie auf Mallorca oder Sylt, haben auch viele Hamburger das hier halt hier am Timmendorfer Strand gemacht. Und die kommen tatsächlich auch oftmals nur am Wochenende von Freitag bis Sonntag. Das ist das wohl meist fotografierte Haus am Timmendorfer Strand. Eigentlich sind es sogar 3, die miteinander verbunden sind. Lebt da jemand drin? Sie meinen diese Häuser mit dem weißen Dach, dieses Wohnensemble? Ja, das gehört einem Hamburger Unternehmer, der meist am Wochenende, so freitags bis sonntags, immer gerne hier ist. Also ich bin ja nun schon oft hier längst gegangen, so alle 2 Jahre mal. Aber ich habe da noch nie jemanden gesehen und bin auch schon am Wochenende hier gewesen. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen da in dem Haus oder am Haus oder überhaupt. Also ich kann Ihnen sagen, er ist selten oder gar nicht im Garten und ist meist oben an seinem Schreibtisch. Um die 12 Millionen soll das Ensemble vor Jahren gekostet haben. Heute wäre es ein Vielfaches wert. Aber es sind natürlich auch viele Leute, die ihr Geld jetzt bei Minuszinsen gerne in Immobilien an Ost- und Nordsee bringen. Ne? Wenn heute einer eine Wohnung kauft, dann kauft er die als Kapitalanlage und will sie dann meist in die Ferienvermietung geben. Das ist auch das Problem von Timmendorf, ähnlich wie auf Sylt, dass viele, die hier in Timmendorf arbeiten, gar keine Wohnung mehr bekommen zu bezahlbaren Preisen. Versyltung nennt man das. Und in den Badeorten an der Lübecker Bucht fällt dieses Wort immer häufiger. Das weiß auch Tourismusdirektor Joachim Nitz. Wenn Versöhnung damit gemeint ist, dass der Einheimische eher rausgedrängt wird aus dem touristischen Hotspot, dann ist das zum Teil tatsächlich hier auch so. Es ist für Einheimische schon schwer, hier direkt vorne in Timmendorfer Strand eine Wohnung zu bekommen, die auch bezahlbar ist. Das ist Binz, das größte und bekannteste Seebad auf Rügen, der größten deutschen Insel. Mit Sehenswürdigkeiten wie dem Kurhaus oder den weißen Bäderstilvillen. Und es gibt einen kilometerlangen Sandstrand, an dem allerdings an diesem eher trüben Sommertag nicht ganz so viel los ist. Dafür aber auf der Seebrücke. Wir waren ja auch mal auf Mallorca, aber wir haben es gesehen und es hat uns gereicht. Uns zieht es immer hier hin, ich weiß nicht. Warum machen Sie hier Urlaub? Ja, warum wohl? Wegen der Pandemie halt, ne?
haben wir uns überlegt, wir bleiben in Deutschland und haben uns dann für Rügen entschieden. Ist nicht zu voll hier? Grenzwertig. Das ist das Leben, ne? So kennen wir das. Da wollen wir wieder hin. Ah, Sie freuen sich über die vielen Menschen. Genau, ich freue mich darüber, genau. Eike Lüth und Andreas Meyer-Wusso freuen sich schon lange nicht mehr über die vielen Touristen. Sie leben auf Rügen, aber im Sommer fühlen sie sich auf ihrer Insel oft wie Fremde. Was positiv ist, ist, dass die Saison länger geworden ist. Das ist, war ja auch eigentlich immer, was wir immer wollten. Wir wollten immer eine Saisonverlängerung, Frühjahr, Herbst. Aber wir sehen, ich sag mal, Corona hat es uns eigentlich jetzt noch mal gezeigt. Es ist ganz, ganz massiv mehr geworden. Wir haben uns früher auf die Saison gefreut. Man hat sich auch gefreut. Natürlich wieder die Menschen da. Man kann spazieren gehen, trifft Leute, kann sich unterhalten. Es ist voll, es ist belebt, aber mittlerweile es ist einfach nur noch Stress. Es ist nicht mehr schön. Es ist wirklich nicht mehr schön. Man gönnt das den Leuten, aber für uns bleibt die Luft zum Atmen nicht mehr da. Mhm. Es ist kein Leben mehr in dem Sinne. Es wird alles zugebaut. Die Orte erweitern sich auch. Überall, wo es schön ist, wird was gebaut. Riesenwohnsiedlungen sind entstanden, Ferienhaussiedlungen. Solche wie diese hier. Der Koloss von Rügen wird diese Anlage in der Nähe von Binz genannt. 4,5 Kilometer lang und ein historischer Ort. Die Nazis legten hier 1936 den Grundstein für eine Ferienanlage, in der sich 20.000 Arbeiter erholen sollten. In den 50er Jahren zog die Nationale Volksarmee der DDR hier ein. Und jetzt ist Prora eine Wohnsiedlung. Vermutlich die meist fotografierte auf Rügen. Wer wohnt hier? Die Wohnungen werden verkauft. Noch bevor der Bau überhaupt angefangen hat, sind die schon verkauft. Und da gibt es so kleine Lücken. Und diese kleinen Lücken werden jetzt auch noch zugebaut mit Hochhäusern. Es ist Platte. Erstaunlich, der Rand auf diese Wohnungen. Wirklich, die sind weg. Und da haben sie aber auch das Phänomen, es wohnt da ja kaum jemand. Das sind Zweitwohnungen, das sind Vermietungen. Also in der Saison sind die dann auch belegt. Aber außerhalb der Saison eben nicht. Aber Urlaub in der Platte, ja. Immerhin, Prora liegt direkt am Strand. Und der zählt zu den schönsten auf Rügen. Das ist schon eine Insel, die wirklich wunderschön ist. Sie haben hier Wasser, sie haben hier Hügel, viel Wald, viel Buchenwald, einfach Natur pur. Und das sollte eigentlich so bleiben. Aber Tourismus. Und meine Angst ist, wie wird es in 10 Jahren aussehen? Und wenn ich mir die Entwicklung der letzten 10 Jahre angucke und weiß, wie dynamisch das weitergehen kann und wahrscheinlich auch wird, denke ich mal, dass wir uns das Besondere der Insel damit zerstören. Und das ist eigentlich das, was traurig ist. Und es gab zwei Begriffe, die heute kein Mensch mehr kennt. Das eine ist autofreie Insel. Und das zweite Wort, was wir damals alle gebraucht haben, das hieß sanfter Tourismus. Und davon haben wir uns schon lange verabschiedet. Hier spricht man noch von sanftem Tourismus. Hiddensee. Eine Insel westlich von Rügen gelegen, knapp 17 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle nur 250 Meter breit. Hiddensee ist autofrei, auch Plattenbauten sind nirgendwo in Sicht. Idylle pur? Nicht mehr lange, fürchten Einheimische. Gerade hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, weil der Fährhafen in Fitte, einem der 4 Orte auf Hiddensee, ausgebaut werden soll. Was geplant ist, das ist das, also praktisch alles, was man hier sieht, jetzt, dass das sozusagen zugebaut wird mit einer Marina mit ungefähr 135 zusätzlichen Liegeplätzen für Segelboote. Geplant ist eine Photovoltaikanlage, eine Meerwasserentsalzungsanlage mit einem Turm von 12 Meter Höhe, Konzertmuschelmehrzweckhalle. Und da kann man sich denken, wenn man hier jetzt reinfährt in den Hafen Fitte, da guckt man so quasi auf eine Industrieanlage. Wir wollen eine nachhaltige Entwicklung der Insel haben, aber was wir nicht wollen, ist ein Massentourismus. Und in die Richtung geht das jetzt unserer Ansicht nach. Aber im Moment ist es noch kein Massentourismus? Es ist an der Grenze. Ich meine, wir haben jeden Tag jetzt wie viele Tagestouristen?
Ich habe die Zahlen immer nicht so im Kopf. 3000 sowas, dann haben wir eine Bettenkapazität, die liegt bei 4000. Die meisten wünschen sich eine Saisonverlängerung, aber nicht noch mehr Urlauber im Sommer, weil da ist die Insel am Anschlag. Das geplante Hafenprojekt stößt auch bei Touristen auf Ablehnung. Ja, ich komme schon über 20 Jahre hierher und eigentlich suche ich die Natur, die Ruhe am Morgen. Und wenn ich höre, dass hier nun große Dinge geplant sind mit einem weiteren Segelhafen und ähnliches, wo soll das eigentlich enden? Das ist kein Festland, das ist ein kleines Eiland, ein ganz kleines. Wir sind wieder an der Lübecker Bucht. In Neustadt sammeln Aktivistinnen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz am frühen Morgen Müll. Obwohl die Strände täglich gereinigt werden, bleibt immer noch viel liegen. Vor allem Zigarettenkippen und kleine Plastikteile. Die landen da, wo sie nicht hingehören. Und das ärgert Svenja Beilfuß. Sowas finden wir halt ziemlich viel hier. So eine Pizza für Pommes, Löffel, Lollistiele. Nee, guck mal, das sieht beinahe aus wie eine Miesmuschel, aber das ist ein zerbrochenes Stück Plastik von einer Silvesterrakete. Ganz leicht zu verwechseln für die Tiere dann, ne? Also wenn die denken, das ist eine Miesmuschel, dann verwechseln die das mit Nahrung. Dann können sie auch sterben. Genau, dann können sie sterben. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil viele Raucher gar nicht wissen, dass die aus Plastik tatsächlich auch sind und dass das dann halt auch ewig in der Umwelt bleibt, ne? Nachdem sie eine Strecke von 100 Metern abgelaufen sind, werden die Zigarettenreste gezählt. 405 Zigarettenkippen. Auf 100 Metern? Ja, genau. Bestandsaufnahme, was wir hier so gefunden haben. Das ist so der normale Zustand an so einem Touristenfreizeitstrand. In Neustadt versucht man, die Touristen zu sensibilisieren, ihren Müll mitzunehmen. Und hat im letzten Jahr Lina Koop als Nachhaltigkeitsmanagerin eingestellt. Wir haben bereits im letzten Jahr so eine Plakatkampagne gestartet, wo wir an allen Strandaufgängen, auch in der gesamten Lübecker Bucht, Plakate aufgehangen haben. So eine Übersicht, die gezeigt hat, wie lange braucht es tatsächlich, bis Zigaretten oder anderer Müll im Meer verrotten. Nämlich manchmal über hunderte Jahre bis hin zu gar nicht, Zigaretten zum Beispiel. Und versuchen dadurch ein bisschen aufzuklären. Aber es ist natürlich sehr mühselig, dass man tatsächlich alle erreicht. Der BUND in Schleswig-Holstein hat das Projekt Urlaub fürs Meer ins Leben gerufen. Die Idee? Ferienhausvermieter und Vermieterinnen bekommen ein Starterpaket mit Mehrwegprodukten, die sie an ihre Urlaubsgäste weitergeben sollen. Ich freue mich total, dass so viele von euch und von Ihnen Interesse haben, sich für Nachhaltigkeit im Tourismus einzusetzen und an dem Projekt teilzunehmen. Und wir haben hier die ersten Starterpakete für Ihre Unterkünfte vorbereitet. Einen Einkaufsbeutel für die Gäste. Dann gibt es eine komplett plastikfreie Mehrwegflasche, die ausgelegt werden kann, sowie ein Obst- und Gemüsebeutel. Auch ein kleiner Aschenbecher ist Teil des Starterpakets, damit die Feriengäste ihre Zigarettenkippen nicht mehr am Strand lassen. Der Urlaub an der Ostsee soll langfristig nachhaltiger werden. Für Hildegard Dürhoff ist das schon längst Alltag. Sie und ihr Mann leiten ein sogenanntes Oase-Heilhaus an der Ostsee. Mit Gästezimmern, Ferienwohnungen und Angeboten wie Yogakursen. Das ist jetzt ein kleines Zimmer. Das ist ein Gästezimmer sozusagen. Das Holz ist aus nachhaltiger Forstwirtschaft, ist ökologisch. Die Wände sind aus ökologischen Materialien. Dann haben wir einen Naturlinoleumboden. Dann haben wir Holzbetten. Und dann haben wir das Mobiliar aus natürlichen Materialien. Hier ist es so still, es ist hier richtig still und so eine Stille. Na, wir hatten mal Gäste aus Groß-Isenheim, die haben gesagt, bitte, nur ein Flugzeug. Die das kaum ausgehalten haben mit der Stille, ja. Apropos Stille. Es wird immer belebter in den Badeorten an der Lübecker Bucht. Letztes Jahr kam es an den Stränden zu unschönen Szenen, weil zu viele Touristen wegen Corona ihren Urlaub in Deutschland verbringen wollten. Hinzu kommt, die Strände sind nicht besonders breit. Wer keinen Strandkorb gemietet hat, dem bleibt nicht viel Platz.
In Scharbeutz gibt es deshalb ein Zählsystem, an dem André Rosinski, Geschäftsführer der Tourismusagentur Lübecker Bucht, mitgearbeitet hat. Wir haben dafür einen sogenannten Strandticker eingeführt. Das ist also eine Besucherlenkung, die so funktioniert, dass an jedem Strandübergang Sensoren messen, wie viele Gäste gerade an dem jeweiligen Strandabschnitt sich aufhalten. Und je nachdem, wie viele das sind, zeigt dann eine Strandampel ein Grün, ein Orange oder ein Rot an. Also wir haben hier die Abbildung der Lübecker Bucht mit den jeweiligen Strandabschnitten. Und am heutigen Tag sind alle Strandabschnitte noch nicht so stark besucht. Daher sind also alle Strandampeln auf Grün geschaltet. Und hier werden auch die Parkplätze in Echtzeit abgebildet, die für die Gäste noch zur Verfügung stehen. Bei Rot werden diese Strandabschnitte dann auch wirklich gesperrt. Und dann wird dem Gast gesagt, dass er ausweichen kann auf andere Strandabschnitte, die noch nicht so voll sind. Oder aber der Gast wartet. Weil wenn dann eine entsprechende Anzahl von Leuten den Strand verlässt, können natürlich auch wieder Gäste an den Strand. Den Strandticker kann man sich im Internet anschauen und gegebenenfalls den Besuch am Meer verschieben. In Scharbeutz lernen wir auch Mirella und Daniel kennen. Sie leben hier und haben so ihre Probleme mit den Touristenmassen. Also wir suchen eigentlich schon seit vielen Jahren eine größere Wohnung für uns, eine Dreizimmerwohnung zur Miete. Es ist gar nichts auf dem Markt. Also es wird einfach nur noch hier für Ferienwohnungen, Vermietung oder so was weggegeben. Aber so für uns, für Mieter oder für Einheimische, ist es ganz schwierig. Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, man bekommt halt das Gefühl, dass man so ein bisschen rausgedrängt wird, ne? aus seinem Wohnort. Ja, also hier war vor vielen Jahren eine alte Schwimmhalle, die schon ein bisschen marode war, wurde sehr viel genutzt, aber von den Einheimischen. Und jetzt haben wir hier so ein 4,5-Sterne-Hotel. Mit Sushi-Bar, Blick auf die Ostsee, Blick über die Lübecker Bucht. Naja, ihr seht, für die Touristen. Und in Scharbeutz wird noch viel mehr für die Touristen gebaut. Das war mal eine alte Villa, ein Hotel. Das war die Villa Scharbeutz. Eigentlich irgendwie so ein Kernstück von unserem Ort. Wurde natürlich auch von Touristen genutzt, aber als wir irgendwann mal von der Arbeit gekommen sind, wurde das in der Nacht- und Nebelaktion, ich glaube, in kürzester Zeit abgerissen, bis auf die Grundmauern. Jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Klüten hingebaut bekommen. Ich glaube sogar, die Wohnungen sind fast alle wieder verkauft, aber naja, schön ist es nicht. Also ist eigentlich schade, weil da stand wirklich was Ausschlaggebendes, was Besonderes, was sozusagen so das alte Scharbeutz noch so ein bisschen wiedergespiegelt hat. Wir waren vor 5 Jahren waren wir auf Sri Lanka, waren so ein bisschen im Urlaub und haben immer nach so einem kleinen Einfamilienhäuschen geliebäugelt. Und die haben immer gesagt, wir verkaufen nicht und wenn wir mal verkaufen, ja, vielleicht sagen wir euch Bescheid. Wir sind wiedergekommen, das Haus wurde abgerissen und ich glaube, da wurde ein riesiger Komplex mit 12 Wohnungen hingebaut. 1, 2, 3 große Blocks, fast nur Ferientourismus. Geht nur noch ums Geld verdienen halt, ne? Also alle wollen hier von den Touristen profitieren und Geld machen, ne? Habt ihr schon mal überlegt, wegzuziehen, abzuhauen? Also ich nicht. Ja, du schon, ne? Ich schon manchmal, ja. Wir haben Freunde so ein bisschen im Inland und da merke ich schon, so gerade jetzt, wenn man ja in der Woche so viel gearbeitet hat, viel Stress hatte und dann hier trotzdem noch mal so viele Menschen hat, ja, dann möchte man doch schon ein bisschen mehr Ruhe manchmal haben. Ja, manchmal wäre das schon ganz schön. Auch das ist ein Touristen-Hotspot. Die Kreidefelsen, das Wahrzeichen der Insel Rügen. Sie umschließen den Nationalpark Jasmund, der wegen seines Buchenwaldbestandes von der UNESCO 2011 zum Weltnaturerbe erklärt wurde. In den letzten Jahren sind es immer mehr Touristen geworden. 40-50% pro Jahr schätzen die Ranger, die hier täglich im Nationalpark unterwegs sind. Viele Touristen halten sich nicht an die vorgeschriebenen Wege. 2 Wochen, da war dieser Pfad noch nicht da. Kaum sind mehr Menschen als üblich im Park, laufen sie kreuz und quer, obwohl hier Wegegebot gilt. Kernzone des Nationalparks, hier sind unsere wertvollsten nicht nur Baumbestände, auch zahlreiche Orchideen sind auf diesen Flächen. Aber der Besucher immer den kürzesten Weg, irgendwo, wo es gerade interessant ist oder er meint, hinzumüssen, wird genutzt. Und dann bilden sich innerhalb weniger Tage eben breite Pfade.
kommt das oft so vor, als ob die nicht wirklich herkommen, um das zu erleben, sondern zu sagen, Mensch, wir waren auf Rügen und wir haben gesehen, das. Im Nationalpark Jasmund kann man viel unberührte Natur erleben. Schon allein deshalb ist Radfahren hier verboten. Ein paar Versprengte fahren trotzdem, ja. Die möchten das dann nicht sehen. Es wird auch recht oft gerade an der Stelle das Schild zerstört. An einigen Stellen gibt es mittlerweile Zäune, die verhindern sollen, dass die Touristen sich neue Pfade durch den Wald suchen. Auch dieser Weg, nah an den bröckeligen Kreidefelsen, ist illegal. Im letzten Jahr durch den großen Besucheransturm hat sich hier innerhalb weniger Tage ein breiter Weg gebildet, der genauso breit ist wie der Hauptwanderweg. Und der führt hier ganz dicht an der Kante und teilweise erreicht er leicht die höchste Stufe, dass Besucher bis an die Kante gehen und wenige Zentimeter vor einem fast 100 Meter tiefen Abgrund über die Kante schauen müssen, weil sie es einfach wollen. Und dort vorne stehen Brautpaare drauf. Mütter mit ihren Kindern lassen sich fotografieren für Instagram und so weiter. Und das ist noch nicht alles. Immer wieder riskieren Touristen waghalsige Kletterpartien, um an den Strand zu kommen. Das Material darunter ist nicht fest, das ist bröckelig, die Kreide. Und einige bezahlen diesen Leichtsinn mit dem Leben, jedes Jahr. Die Ranger versuchen immer wieder mit den Touristen, die verbotene Wege gehen, ins Gespräch zu kommen. Dieses Paar hat sich einfach nur verlaufen. Also wir dachten, wir kommen am Strand und da können wir schön unser Schirm aufmachen und Volleyball spielen, schwimmen. Wenige Kilometer in dieser Richtung und wenige Kilometer in die andere Richtung ist Sandstrand. Da kann man Strand, Baden, Volleyball und hier ist Natur. Fast täglich entsteht ein neuer Trampelpfad. Für Ingolf Studian, den Leiter des Nationalparks, einfach nur noch ärgerlich. Und jetzt geht's ja richtig, innerhalb weniger Meter müssen wir ja jetzt 60 Meter runter, um dort unten am Strand zu sein. Und leider werden diese illegalen Pfade auch in den Apps durch Nutzer geliked. Und man wird mit Sprachsteuerung direkt hier in diesen illegalen Abstieg geleitet. Man möchte ja in dieser kleinen Fläche im Weltnaturerbe auch sagen, man möchte das schützen und versteht einfach überhaupt nicht diesen Drang der Leute hier trotz alledem, die Natur kaputt zu machen und sich selbst schwerwiegend zu gefährden, wo man einfach nur so... Es gibt einen geduldeten Weg zum Kreidefelsenstrand, aber der hier ist kürzer. Lina Göring ermahnt diese beiden. Ja, wir sind im Weltnaturerbe, das ist nämlich die allerhöchste Schutzkategorie, die wir hier haben. Wir sind jetzt hier so ungefähr in dem Bereich. Ja. Das geht gar nicht, ne? Und wir haben keinen Aufweg, also keinen Weg nach oben seitdem gefunden. Die Mädchen müssen den beschwerlichen Weg wieder zurückgehen. Mehr Möglichkeiten haben die Ranger nicht. Ein Bußgeld zum Beispiel wäre juristisch nicht durchsetzbar. Im Zweifelsfall kommen dann Besucher, die verwarnt wurden, mit Anwalt und sagen, hier wurde ein Weg gesehen und den habe ich benutzt und damit nicht gegen das Wegegebot verstoßen. Es wird auch heute immer voller im kleinsten Nationalpark Deutschlands. Die Ranger können nicht viel mehr tun, als auf die Vernunft der Touristen hoffen. Ganz im Norden Rügens liegt die Halbinsel Bug, eine alte Armeeliegenschaft und heute einer der letzten naturbelassenen Orte auf Rügen. Der Bug gehört zur Gemeinde Dranske und deren Bürgermeister Lothar Kuhn erzählt uns die Geschichte der Halbinsel. Zeiten der NVA war hier die 6. Flottille, also die Schnellbootsflottille der Volksmarine stationiert. Und der Bug, so wie wir ihn jetzt hier sehen, war eigentlich weitestgehend versiegelt, bebaut mit Unterkunftsgebäuden, mit Verpflegungslager, BA-Lager, große Kfz-Hallen, großer Hammerkran stand hier, um die Schiffe zu Wasser zu lassen, Clubhaus, wo sich quasi alle renommierten DDR-Bands und Künstler hier die Klinke in die Hand gegeben haben. Das war wirklich so, ich durfte das alles miterleben. Ja, nach der Wende interessierte sich verschiedene Leute, glaube ich, sogar für den Bug. Unter anderem der Bauunternehmer Martin Oetken, der quasi auch die Idee hatte, im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Berlin hier die Seglerwettbewerbe abhalten zu lassen. Doch die Berliner Olympiaträume zerplatzten.
und auf dem Bug konnte sich die Natur ausbreiten. Aber jetzt gibt es Investoren. 9 Familien aus Israel wollen hier für 680 Millionen Euro eines der größten Ferienresorts Europas bauen. 2000 Betten, also für Hotelanlagen, für Feriendörfer, für sämtliche touristische Infrastruktur, die hier geplant ist, und für 400 Liegeplätze. Dagegen gibt es Widerstand. Ein Verein hat eine Online-Petition gestartet und auch der BUND und der Naturschutzbund protestieren gegen das Großprojekt. Man muss berücksichtigen, dass eben 20 Jahre seit dem ersten Plan vergangen sind und sich hier die Natur weiterentwickelt hat. Also man müsste erst mal untersuchen, was jetzt hier verloren geht, wenn man die Fläche bebaut. Wir sind hier in einem Gebiet, das sich auszeichnet durch eine hohe Vielfalt an Arten, an individuenreichen Beständen, Populationen von Tieren und Pflanzen. Es ist ein besonderes Gebiet. Und das muss man einfach berücksichtigen, wenn man solche Pläne umsetzt. Die Bebauungspläne sind ja genehmigt, aber wir denken, es muss überarbeitet werden. Es geht nicht so, was 20 Jahre liegen blieb, dass man das weiter so behandelt, als wäre das noch, wie in alten Zeiten. Das sind ja alles Planungen aus dem vergangenen Jahrhundert, muss man sich mal überlegen, nicht? Und wir sind weitergekommen und wir können nicht solche Riesenanlagen in solch ein Gebiet planen. Ein weiteres Problem: Es gibt nur eine schmale Straße, die auf den Bug führt. Bei 2000 Feriengästen ist da ein Verkehrschaos vorprogrammiert. Aber auch da hat Bürgermeister Lothar Kuhn Ideen. Vielleicht gäbe es im Ortseingang von Dranske die Möglichkeit, ein großes Parkhaus zu bauen, wo man quasi die Autos schon dort lässt. Fährverkehr wäre auch eine Lösung. Ist auch angedacht, darüber nachzudenken. Auch in Stralsund bei Stefan Kehrt, dem Landrat von Vorpommern-Rügen, sind die Diskussionen um die Bebauung auf dem Bug längst angekommen. Er kann die Sorgen der Menschen verstehen, sieht aber wenig Möglichkeiten, das Projekt noch zu verhindern. Das Baurecht mit den Bebauungsplänen ist erstmal da und es hat niemand in der Hand, übrigens auch keine Landesregierung, einfach zu sagen, gibt's doch gar nicht. Also das ist der Kern der gemeindlichen Selbstverwaltung, dass man die Planungshoheit hat. Damit hat man eben die Möglichkeit für eine Entwicklung geschaffen. Aber auch außerhalb von Schutzgebieten gelten in den letzten Jahren immer höher gelegte Messlatten für Naturschutzrecht und Artenschutzrecht. Also da ist mit Sicherheit noch sehr, sehr, sehr viel zu prüfen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass das Ergebnis solcher Prüfungen ist, dass dann etwas nicht umgesetzt werden kann. Dass es natürlich jetzt noch mal neu bewertet werden muss, was Waldausgleich anbelangt, was den naturschutzrechtlichen Ausgleich anbelangt, das ist uns klar, der Gemeinde, und das ist auch der Investorengruppe klar. Das muss gemacht werden. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Wenn so ein Objekt hier verwirklicht werden sollte, dann würde das schon eine ganze Menge Arbeitskräfte wieder bringen. Von 600 bis 700 Jobs ist die Rede. Aber wo sollen die Arbeitskräfte herkommen, fragt sich Wolfgang Kannengießer, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes auf Rügen. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Wir haben seit Jahren eigentlich Rückgang der Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen, direkt von der Insel oder vom Umland. Und da liegt ein großes Problem, vor allen Dingen in dem Bereich Küche, Service und mittlerweile auch in den gesamten Bereich der Reinigung, weil eben die Ursache ist, dass immer mehr Ferienwohnungen hier dazukommen, gebaut werden und die vorhandenen Kapazitäten an Arbeitskräften, um dort Qualität zu halten, einfach nicht ausreichen. Viele Hotels, kleine Pensionen haben umgestellt, sind nur noch Hotel Garni, also haben keine Küche, kein Restaurant mehr, weil sie keine Arbeitskräfte haben. Wir sind seit 4 Jahren jetzt dabei, immer mehr ausländische Arbeitskräfte hierher zu holen. Und im Bereich der Berufsausbildung für die Gastronomie besonders jetzt Vietnamesen. Und auch aus anderen Bereichen, Indonesien haben wir Arbeitskräfte im Bereich der Berufsausbildung. Für die normalen Jobs, also holen wir aus der Ukraine die Arbeitskräfte, die also dann Studenten zum Beispiel 3 Monate arbeiten dürfen. Ja, und die füllen dann, oder wir versuchen damit die Lücken zu füllen. Also mit Einheimischen würde es gar nicht Nein, gehen? Nein, würde nichts mehr gehen, ja. Arbeitsplätze für Einheimische wird es auf dem Bug wohl kaum geben.
Aber die Gemeinde Dranske erhofft sich trotzdem einen wirtschaftlichen Aufschwung. So, die Gemeinde steht dahinter und wenn sich die Investorengruppe sich nicht verprellen lässt durch die ganzen Aktivitäten, die jetzt hier politisch losgetreten wurden, dann kommt das Projekt. Dieses Projekt ist trotz großer Proteste entstanden. Das Beach Bay Resort auf dem Prival, einer Halbinsel an der Lübecker Bucht. Ein dänischer Investor hat hier ein Hotel und Ferienwohnungen mit 3000 Betten errichtet. 10 Jahre lang hat eine Bürgerinitiative gegen den Ferienpark gekämpft. Vergeblich. Es war einfach politisch nicht gewollt. Gewollt war das, was Sie jetzt hier sehen. Hier standen die alten Segelhallen, 4 Stück. Aus dem 19. Jahrhundert, roter Backstein, ganz klasse. Da ist heute die Seglermesse drin, das Restaurant. Stücke weiter die alte Segelhallen. Stücke weiter war der große Campingplatz. Es ist jetzt halt mit relativ wenig Grün. Es ist sehr pflegeleicht. Es ist eine zubetonierte Terrasse. Sieht natürlich sehr modern aus, aber wir hätten uns gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen weniger davon gewesen wäre. Wir wurden dann auch oft dargestellt, als sind wir die Ewiggestrigen. Wobei ich jetzt nicht so genau weiß, wer jetzt ewiggestrig ist. Die, die sagen, wir müssen den Rest von Natur erhalten oder die, die sagen, das letzte bisschen Natur kann auch noch kommerzialisiert werden. Es riecht nicht mehr nach Fisch. Ist auch alles vorbei. Fischbrötchen. Tja, einen Angler trifft man hier auch nicht mehr. Nichts mehr, alles weg. Was in Mallorca schon vor 20 Jahren den Finger gehoben worden ist und jetzt haben wir das hier und müssen damit leben und kämpfen. Aber, naja, müssen wir irgendwie durch. Investor Sven Hollesen und Beach Bay Manager Lasse Lange sehen das anders. Sie hätten den Prival aus dem Dornröschenschlaf geholt. Und darauf sind sie stolz. Es lagen ein paar alte Hallen hier. Und sonst waren ein paar Campisten und die Campingplätze waren runtergekommen und das Blatt musste gewendet werden hier. Das haben wir getan. Alle wollen wir gerne, dass etwas Neues kommt und dass Entwicklung stattfinden soll, aber nur nicht da, wo ich wohne. Und das erlebe ich in alle Projekte. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit großem Glück demokratisch sind. Und da, wo Demokratie ist, gibt es immer mindestens 2 Meinungen. Und das gab es auch hier. Und da war Widerstände, aber das Projekt wurde mit sehr, sehr großer Mehrheit beschlossen. Wir haben das Richtige getan hier. Und das funktioniert. Die Gäste kommen. Schön ist jetzt doch, dass wir mit neuen Konzepten auch schaffen, das ganze Jahr letztendlich die Touristen anzuziehen und dadurch auch Arbeitsplätze zu sichern und ein Angebot zu schaffen. Investor Hollesen rechnet jährlich mit 500.000 Übernachtungen. Die Meinungen über dieses Resort sind ziemlich unterschiedlich. Ausbaufähig, finde ich. So Kleinigkeiten, die ergänzt werden könnten. Zum Beispiel? Ja, ein Fischstand, wo frisch Fisch zubereitet wird, zum Beispiel, stellt man sich vor am Hafen. Ne? So was Bodenständiges, so was Uriges, das fehlt jetzt. Grundsätzlich finde ich so einen Hafen schon mal toll. Eher so einen kleinen Sporthafen. Und das andere ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Anlage ist für ein paar Tage, Kurzurlaub ist sie wunderschön. Also hat alles, was man braucht. Die Wohnungen sind toll, großzügig, nett und modern ausgestattet. Also zum Wohlfühlen echt gut. Die Bürgerinitiative hat die Idylle auf dem Prival nicht retten können. Jahrzehntelang war die Insel das Volksbad für Menschen aus Lübeck und Travemünde. Bis 1990 gehörte ein kleiner Abschnitt auch zur DDR. Da war die Grenze. Jetzt ist der kilometerlange breite Sandstrand für alle da. Und Strandampeln sind hier kein Thema, erzählt Eckhard Erdmann. Hier können Tausende von Leuten sein und man kann trotzdem locker den Abstand anhalten. Das ist überhaupt kein Problem hier. Investor Sven Hollesen ist mit dem Prival noch nicht fertig. Er möchte noch Wohnungen für seine 200 Arbeitskräfte bauen. Denn wie überall an der Ostsee gibt es auch hier kaum bezahlbaren Wohnraum. Mit Widerstand aus der Bevölkerung muss er dann wohl nicht mehr rechnen. Die damaligen Gegner sind ja nicht Gegner mehr. Das sind unsere Nachbarn, mit denen wir einen Wein auf der Terrasse hier trinken. Wir waren harte Partner miteinander. Wir haben den Konflikt auch nie gescheut. Den haben wir auch in der Öffentlichkeit immer ausgetragen. Aber irgendwann ist die Zeit so, das ist da und dann muss ich damit Frieden schließen oder ich muss mir ein Magengeschwür holen. Ja. Am letzten Juniwochenende stehen in Scharbeutz die Ampeln auf Orange. 3 Abschnitte sind ganz oder teilweise gesperrt. Endlich ist das Wetter schön und alle wollen ins Wasser. Dieser Strandabschnitt wird gerade dicht gemacht.
Aber warum werden trotzdem noch Menschen reingelassen? Wer also hier am Strand einen Platz gefunden hat oder gar einen Strandkorb hat, der kommt immer wieder rein. Auch wenn die Situation, so wie es gerade erfordert, dass wir den Strand erstmal zumachen müssen, dann lassen wir nur noch nach Platzmöglichkeiten Gäste an den Strand, dass wir die Abstandsregeln noch einhalten können. Es ist richtig voll. Heute am Wochenende sind nicht nur Feriengäste da, sondern auch viele Tagestouristen zieht es an die Ostsee. Und die Lübecker Bucht ist die Badewanne für ganz Hamburg. Es ist schon sehr voll, ja. Ja, das ist schon richtig. Aber was will man machen? Jeder will ans Meer. Ne? Irgendwo müssen wir alle reinpassen. Wir sind doch an der frischen Luft, alles gut. Bei Ina am Timmendorfer Strand geht es dagegen entspannt zu. Also wir Strandkorbvermieter sind untereinander über eine WhatsApp-Gruppe verbunden. Und ich habe gesehen, dass Strände im Zentrum auf Gelb und auf Orange stehen für heute. War auch zu erwarten. Mein Strand ist noch frei. Ich habe keine Großparkplätze im Hintergrund. Ich habe auch kein Hotel im Hintergrund. Es gibt Bezahlparkplätze und deswegen laufen nicht so wahnsinnig viele auf diesen Strand zu. An den Timmendorfer Strandabschnitten gibt es anders als in Scharbeutz noch kein Zählsystem. Hier entscheiden die StrandkorbvermieterInnen, ob und wann sie dicht machen. Ja, hier geht's mit Augenmaß, ne? Also ich gucke, wie viele Leute gehen rein, wie viel Platz ist. Muss auch immer gucken, wie hoch das Wasser steht, wie breit ist der Strandabschnitt. Aber es war heute alles entspannt. Wir hatten genug Platz für alle Gäste. Am Timmendorfer Strand gibt es am Abend nach 1,5 Jahren Corona-Pause wieder Live-Musik. Die Jazz-Baltica. Es ist 2021 das erste Musikfestival in Schleswig-Holstein. Musikfans mit negativem Corona-Test sitzen im Kurpark. Wer keine Karte bekommen hat, genießt den Auftritt von Nils Landgren und seiner Band auf der Strandpromenade. Gutes Konzept, alles gut überlegt. Ja, kann man sich sicher fühlen und es genießen. Es ist unbeschreiblich schön. Es ist so ein Hochgefühl. Das kann ich gar nicht beschreiben. Die Kultur, das Zusammensein mit anderen Menschen live, das ist auf jeden Fall das Leben. Schön und unglaublich voll. Es kommen immer mehr Menschen an die Ostsee. Wie lange kann das noch gut gehen? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as